Nachdem am Dienstagabend der erste FC Magdeburg beim FSV Zwickau den Kürzeren gezogen hatte, sollte am Samstag auch der VfC Plauen gerupft werden. Aber Vorsicht, die Vogtländer haben beim Klassengrößers RB Leipzig unentschieden gespielt. Der folgende Spielbericht vom FSV Zwickau wird Ihnen präsentiert von der GUB Ingenieur AG. Dem kompetenten Partner für Geotechnik, Umwelttechnik und Bautechnik in unserer Region. Michael Himisch, wenn der Tabellenzwölfte beim Tabellendritten antreten muss, sind eigentlich zumindest, wenn man die Tabelle anschaut, die Rollen klar verteilt, wer Favorit und wer Außenseiter ist. Können Sie denn Ihre Rolle, vorsichtig formuliert, als Außenseiter einiges Positive abgewinnen, was Sie heute hier beim FSV Zwickau umsetzen möchten? Ja, also genauso wie Sie es gesagt haben, ist es. Wir sind hier auswärts bei Zwickau, die einige Positionen vor uns liegen, da entsprechend auch mehr Siege eingefahren haben. Hier beim VfC hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Und ja, die Außenseiterrolle, die nehmen wir sehr gerne an. Wir sind in der Entwicklungsphase mit der Mannschaft. Für uns eine ideale Situation, hier zu bestehen gegen so eine Mannschaft, ist für uns eine Herausforderung. Und für mich ist immer so ein Gradmesser, zu sehen, wie weit die Mannschaft schon ist. Für den kleinen Dominik Weber, den wir hier sehen, war es ein ganz besonderer Tag, denn er durfte seine Lieblinge vom FSV Zwickau zu diesem Spiel aufs Spielfeld führen. Die Zwickauer in Rot, Martin Ullmann mit der ersten Möglichkeit für die Gastgeber. Hier sehen wir Wölfel, der flankt und der Kopfball ist eine Beute des Blauner Torhüters. Die Gäste aus Blauen in Gestalt von Toni Schmidt. Großtat von Marian Unger. Langsam nimmt der FSV Zwickau Fahrt auf. Die Blauner haben alle Mühe, schon hier das 1:0 der Gastgeber zu verhindern. Für ihn war es ein ganz besonderer Tag, da werden wir noch drauf kommen. André Luge setzt sich wunderbar durch. Der Ball kommt nach innen, Blauens Abwehr kann noch mal klären. Dann holt Steffen Kellig den Hammer raus. Auch hier ist Blauens Torwart Herr der Situation. Ungeschnitten, Ball kommt nach innen. André Luge ist zur Stelle. Die Gastgeber führen, hochzufrieden, der Anhang des FSV Zwickau. Nochmal Eckball, Kopfball übers Tor und dann ist Halbzeit. So im zweiten Durchgang. Wölfel, Ballverlust und die Möglichkeit für die Vogtländer. Achtung! Wieder ist es Marian Unger, der Gröberes verhindert. Freistoß Blauen, Rupf, Unger in der richtigen Ecke. Aber der Ball war scharf, der Ball war platziert. Der Ausgleich für die Vogtländer. Freistoß, andere Seite. Marco Wölfel. Da kommt der Ball und da ist Baumann. Ja, da haben die Vogtländer wieder eine ganze, ganze Menge Glück. Dann ordnet der FSV Zwickau seine Reihen. Spielführer Stiefel. Da dreht sich Kellig geschickt. Persson kann nicht festhalten und André Luge staubt ab. 2:1 führt der FSV Zwickau. Und die Rot-Weißen können sich freuen, gemeinsam mit über 1000 Zuschauern. Was machen die Gäste aus Blauen? Sie versuchen es nochmal. Aber Marian Unger klärt diese Situation. André Luge. Immer noch André Luge. Und da schießt er einfach und trifft zum dritten Mal an diesem Nachmittag im Sportforum Sajus. Da sind natürlich die Messen gelesen oder gesungen, egal wie man sagt. Carsten Wernicke versucht es noch einmal aus der zweiten Reihe übers Blauener Gehäuse. 3:1 gewinnt der FSV Zwickau. Wir freuen uns natürlich über den Sieg, das steht außer Frage. Ich denke, insgesamt geht der Sieg auch absolut in Ordnung. Was hat heute den Unterschied ausgemacht zwischen beiden Mannschaften? War das dieser unbedingte Wille, den ich insbesondere bei André Luge gesehen habe, der sich natürlich auch belohnt hat mit den 3 Toren? Oder war es wieder mal die mannschaftliche Leistung, die schlussendlich den Erfolg gebracht hat für den FSV Zwickau?
Ich denke, dass es im Gesamten ordentliche Mannschaftsleistung war. Natürlich freut es uns für den André Luge, dass er dort heute auch ein paar Tore gemacht hat. Das ist natürlich eine schöne Sache. Insgesamt, wie gesagt, ein mannschaftlicher Erfolg, wobei wir natürlich auch kurzzeitig mal eine Phase hatten nach der Halbzeit, mit der wir dort nicht zufrieden sind und das dann auch dementsprechend kritisch auswerten. Die Jungs spüren, dass sie auch immer am Limit spielen müssen, immer nah an der Grenze spielen müssen, um dann auch solche Spiele zu gewinnen. Die Blauner waren in den letzten Wochen im Aufwind, haben dort viel gepunktet und umso besser, umso höher ist die Leistung dann letztendlich auch einzuordnen. Erstmal Glückwunsch an die Mannschaft, die super gespielt hat, gekämpft hat und nie aufgesteckt hat, auch nach dem Ausgleich, wo wir ein bisschen drum gebettelt haben. Aber am Ende, denke ich, haben wir die 3 Punkte verdient. André, nun sagen Sie mal, wo nehmen Sie denn die ganze Luft her? Von der ersten bis zur letzten Minute treiben immer dann, wenn Sie den Ball haben, da brennt es ja regelrecht lichterloh im gegnerischen Strafraum. Ja, ich versuche immer mein Ding zu machen. Das ist natürlich auch durch meine Hinterleute, die da viel für mich ackern, wegnehmen. Und deswegen habe ich auch die Luft nach vorne. Tja, und Luft nach vorn, das heißt für den FSV Zwickau, am Mittwoch kommt die TSG Neustrelitz zum Nachholspiel nach Eckersbach. Aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich 3.